Noch so ein sinnloses Ritual. Hey du, der da vor seinem Computerbildschirm oder was auch immer sitzt und das gerade hört. Du hast auf dieses Video geklickt in der Erwartung eines Rituals, stimmt's? Natürlich. Und ein guter Titel ist eben alles. Nun ja, ich habe auch ein interessantes für dich. Ein Ritual, welches ich selbst kreiert habe und ich bin bereit, das mit dir zu teilen. Stell dir zu Beginn Folgendes vor. Ein Raum voller Babys, die aus voller Kraft ihrer Lungen schreien und weinen. Eine überfüllte U-Bahn, in der keiner der Passagiere in der Lage ist, seine gottverdammte Klappe zu halten. Einen nervigen Nachbarn, über dir der Egoistische mit voller Leidenschaft seine Drecksmusik in einer wahnsinnigen Lautstärke spielt, ohne zu checken, dass die Leute um ihn herum auch mal schlafen müssen. Weißt du, auf was ich hinaus möchte? Unsere Welt ist voller Lärm. Und es hat den Anschein, dass es keinen einzigen Fleck gibt, an dem man abschalten und zur wortwörtlichen Ruhe kommen kann. Was wäre aber, wenn es diesen Ort gäbe? Ein Platz, an dem du dich jederzeit zurückziehen und der Realität entfliehen kannst. Naja, vielleicht habe ich da eine Lösung für dein Problem. Es gibt auch keinen Haken an der Sache oder sowas. Du bekommst genau das, was du dir hier herbeisehnst. Und sofern du meine Anweisung befolgst, bist du auch relativ sicher. Bist du bereit, es zu versuchen? Na dann legen wir los. Zuerst musst du natürlich alles vorbereiten. Du brauchst nicht viel, um das Ritual durchzuführen und solltest eigentlich auch alles dafür zu Hause haben. Du brauchst schalldichte Kopfhörer, eine Rose, eine Augenbinde oder irgendwas, um deine Augen zu verbinden, einen Beutel mit Eiswürfeln und eine Rolle Panzertape. Siehst du, ich sagte doch, dass es nicht viel braucht, um das Ritual durchführen zu können. Es ist egal, wo oder wann du das Ritual machst, aber es ist meine persönliche Empfehlung, es allein durchzuführen. Falls du es als Gruppe machen willst, so solltest du wissen, dass dann die Aufgaben immer härter werden und der Grund dafür wird offensichtlich, sobald du weitermachst. Und jetzt, in dem Willen, dieses Ritual zu starten, musst du loslegen, sobald ich dir das Prozedere erklärt habe. Sofort nachdem du das hier gehört hast, startet es auch schon. Es hat offiziell begonnen. Du hast richtig gehört. Jetzt kommen die ersten Anweisungen ins Spiel. Bei der Beendigung des Hörens dieses Satzes hast du zugestimmt, mit dem Ritual weiterzumachen. Und sobald du die weiteren Anweisungen hörst, bist du schon mittendrin. Warnung, du darfst nicht vorskippen und schon im Vorfeld die nachfolgenden Instruktionen und Bedingungen hören, die nachfolgend erst kommen. Falls du das dennoch tust, ist das ein Zeichen für die höheren Mächte, dass du weder sie respektierst oder das Ritual als von ihnen gesegnete Kunst nicht respektierst. Sie werden dir als Strafe deine fünf Sinne für immer von dir nehmen und dich hilflos zurücklassen. Ja, dieses Ritual birgt durchaus seine Gefahren. Strafen wie diese, wenn du nicht genau meinen Anweisungen folgst. Und glaub mir, für die Ewigkeit keinen einzigen Sinn mehr zu besitzen, ist genauso qualvoll, wie es klingt. Zum Ablauf. Verdunkle alle Fenster und schließ die Türen. Du und die optionale, aber weiterhin nicht empfohlene Gruppe sollten sicher gehen, dass nichts und niemand euch stören oder euch ablenken kann, sobald das Ritual beginnt. Such dir ein Bett oder Sessel aus, in welchem du liegen bzw. sitzen möchtest. Mach es dir so gemütlich wie möglich, sodass dein Körper es bequem hat und es für längere Zeit in dieser Position aushalten kann. Du möchtest dich später bestimmt nicht in Verspannung und Schmerzen wiederfinden. Wer will das schon? Platziere deine vorbereiteten Gegenstände für das Ritual in einer eckigen Anordnung um dich herum. Erinnere dich jetzt an die Momente in deinem Leben zurück, als du zum ersten Mal dieses Ritual ausprobieren wolltest. Vielleicht an eine Essensverabredung mit jemandem ganz besonderen in einem romantischen Restaurant, was aber von einem lauten, nervtötenden Tischnachbarn ruiniert wurde. Oder eher an ein kleines Kind im Kino, was dir durch sein Geheule den ganzen Film versaut hat. Was auch immer es war. Versuche, diese Erinnerung in deinem Kopf zu behalten. Stell es dir bildlich vor, erinnere dich an das Geräusch, eventuelle Gerüche oder was du dabei gefühlt hast. Wenn du das getan hast, versuche, dieses Gefühl aus diesem Moment wiederherzustellen, es nachzuempfinden. Warst du wütend, traurig oder eher genervt? Welches Gefühl hat dir den Moment der Freude zerstört? Öffne nun deine Augen und sieh dich um.
Kleb dir nun mit dem Panzertape den Mund zu, verbinde deine Augen, setz die Kopfhörer auf, schütte das Eis in deine Hände und rieche dann an der Rose. Du musst wissen, dass diese Reihenfolge wichtig ist, denn genau in dieser Reihenfolge werden deine Aufgaben auf dich warten. Hast du alle Schritte erledigt? Geht es jetzt los. Hallo du, falls du das hörst, bevor du den Ablauf gehört hast, kannst du davon ausgehen, bald deiner Sinne beraubt zu werden. Ich hasse es, besserwisserisch zu sein, aber ich habe dir ja gesagt und dich gewarnt. Du hast einfach keinen Respekt gezollt und einfach das Video durchgeskippt, meine Warnung nicht ernst genommen oder dir ist dein Leben einfach scheißegal. Deine Entscheidung. Jedenfalls solltest du die verbleibende Zeit mit deinen Sinnen nutzen, bevor sie weg sind. Selbst schuld. Wenn du allerdings alles befolgt hast, dann herzlichen Glückwunsch. Du hast offiziell das Ritual gestartet. All meine Worte an dich sind immer noch in diesem Video, egal welches Gerät du benutzt. Sie werden von nun an von mir in deine Gedanken übertragen. Mit der Ausführung dieses Rituals habe ich deine Erlaubnis, in deine Gedanken vorzudringen und dich durch deine Reise anzuleiten. Ich sitze quasi wie ein kleiner Jiminy Cricket in deinem Kopf, jedenfalls solange du meinen Anweisungen folgst, als Reiseführer. Handelst du allerdings zuwider, kann ich nichts tun, um dir zu helfen. Du wirst ein schreckliches Schicksal allein und einfach nur am Arsch sein. So, machen wir weiter. Sieh dich um. Mit der Augenbinde hast du die Fähigkeit verloren zu sehen und alles ist dunkel. Aber du wirst merken, dass diese Dunkelheit nicht die Merkmale des Materials deiner Binde hat, oder? Mach weiter und lass dich auf die Dunkelheit ein, die vor dir liegt. Steig in sie hinab und geh weiter. Taste deine Umgebung ab. Wenn du einen Schalter ertastest, drück ihn nach oben. Ha, schon besser, stimmt's? Das Licht über dir sollte angegangen sein. Bitte entschuldige das Flackern der Lampe. Wir haben hier in dieser neuen Realität nicht die besten Elektriker. Willkommen an dem Ort, an dem die Sinne sinnlos sind. Ein Platz irgendwo zwischen deinem Unterbewusstsein und irgendeiner anderen Dimension, die ebenso existiert. Nähere dich nun der etwas entfernten rechten Ecke der Wand. Siehst du das Skelett dort? Siehst du die herauskommenden Knochen und den schwarzen Schleim, der aus seinem Brustkorb tropft? Geh hin zu ihm und fass ihm in den Mund. Du musst wahrscheinlich den Kiefer aufdrücken, aber durch den Grad der Verwesung dürfte das nicht allzu schwer sein. Mach schon. Ein toter Mann kennt keinen Schmerz. Siehst du schon einen Schlüssel in seinem Mund? Nimm ihn und dreh dich jetzt um. Jetzt solltest du eine Tür sehen, die vorhin nicht da war. Wenn du hinein möchtest, nutze den Schlüssel und dreh den Türknauf. Du hast das volle Ausmaß dieser neuen Welt geöffnet, in der du dich jetzt befindest. Tritt ein, aber sei vorsichtig. Du bist auf dem Weg zu deiner ersten Aufgabe. Du bist durch die Tür gegangen und ich wette, dass du keinen blassen Schimmer hast, was deine erste Aufgabe ist. Hier, ich gebe dir einen Hinweis. Zwick dich in den Arm, so fest du nur kannst. Nein, ernsthaft. Jetzt. Zwick dich so fest, als würdest du dir Schmerz zufügen wollen. Es klappt nicht, oder? Dein Schmerz und Tastsinn sind verloren. Der Raum, in dem du jetzt bist, sollte hell erleuchtet sein und dir bekannt vorkommen. Einige beschreiben es wie den Flur einer Schule, andere eher wie ein Korridor einer psychiatrischen Anstalt. Wenn ich ehrlich sein darf, meiner Meinung nach ist das Setting vollkommen egal, im Gegensatz dazu, was du gerade hörst. Du hörst es doch, oder? Erst erscheint es entfernt, aber du hörst, dass es auf dich zukommt, wenn auch recht langsam. Ich kann dir versichern, dass dieses Sabbergurgelgeräusch und die schlurfenden Schritte keine bloße Einbildung sind. Dort hinten in dem dunklen Gang wirst du sicherlich deine komplette Aufmerksamkeit darauf richten, was sich dort für eine Kreatur verbirgt, die zu dir will. Ich kann spüren, wie dein Herz rast. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst in die entgegengesetzte Richtung laufen, oder du bleibst hier stehen und starrst deiner bevorstehenden Verdammnis ins Gesicht. Ich würde dir zur ersten Option raten. Denn nur ein Idiot würde stehen bleiben und auf diese Monstrosität warten, um geholt zu werden. Wie du vielleicht schon vermutet hast, bist du nicht der Erste, der dieses Ritual macht. Es gab schon andere mit dem Wunsch nach einem Ort der Stille, einer Zuflucht der Ruhe, um seinen Frieden zu finden. Wie auch immer,
Es gibt an diesem Ort aber auch Kreaturen, die auch ihre Bedürfnisse haben. Weglaufen fühlt sich seltsam an, stimmt's? Du kannst keinen Luftzug auf deiner Haut spüren oder das Aufkommen deiner Füße auf dem Boden. Es ist, als wärst du schwerelos oder würdest physisch nicht existieren. Wenn ich dir einen weiteren Rat geben darf, hör auf, darüber nachzudenken. Lässt du dich von diesem Ding erwischen, kostet es dich locker einen Arm oder ein Bein oder reißt dir ein paar Stücke Fleisch raus. Glaub mir, bei Gott, das Ding hat dafür schon seine Verwendung. Du solltest jetzt den Flur durchquert und fast das Ende erreicht haben. Siehst du die drei Türen? Lauf zu ihnen und versuch sie zu öffnen. Egal bei welcher du es zuerst versuchst, es wird die letzte sein, die du versuchen musst zu öffnen. Beeil dich und schau, dass du hier rauskommst, bevor das Ding dich erwischt. Oh, und vielleicht sollte ich erwähnen, dass die Türgriffe kochend heiß sind. Es ist gut, dass du den Höllenschmerz sich durch deinen Körper fahren spüren kannst. Allerdings bin ich sicher, dass du sehen kannst, wie deine Haut verbrennt. Die Blasen immer größer werden, bis sie aufplatzen, sich langsam Richtung Arm ausbreiten, bei jedem Türgriff, den du berührst. Ist doch lustig, oder? Normalerweise müsstest du dich vor Schmerzen winden, über den Boden rollen wegen deines verbrannten Fleisches, das aufreißt und brennt wie pures Höllenfeuer. Aber nein, du hast einfach die letzte der drei Türen geöffnet und somit die Aufgabe bestanden. Glückwunsch. Aber so schlimm war das doch jetzt auch nicht, oder? Du bist jetzt wieder in einem kleinen Raum mit flackerndem Licht, in dessen Mitte ein Glas fällt und darunter sich nichts außer endlose Schwärze zu befinden scheint. Quasi eine Art Loch ohne Boden, in das niemand, selbst aus größter Verzweiflung, hineinspringen möchte. Stimmt's? Naja, ich fürchte aber, du hast keine andere Wahl, zumal diese Tür das Monster nicht sehr lange von dir fernhalten kann. Oh, du dachtest, das Ding mit dem Monster war eine einmalige Sache und ist erledigt? Ich fürchte nicht. Da sollte irgendwo ein grauer Vorschlaghammer in der Ecke des Raums sein. Dort in der linken Ecke hinter dir. Nimm ihn und zerschlag das Glas. Du solltest dich besser beeilen, denn ich bin sicher, dass nicht nur ich das Kratzen von langen Klauen an der Tür hören kann. Nur noch ein Schlag und du kannst dich herunterfallen lassen. Bereit? Jetzt spring! Oh, was denn? Dachtest du, ich würde dir deinen Tasten für so lange Zeit rauben? Nein, so unmenschlich bin ich nun auch wieder nicht. Und ja, ich sehe, dass du dir den Arm vor Schmerzen hältst, weil ihn eine glühende Eisenstange durchbohrt hat. Egal, du hast keine Zeit, um hier jemand herumzusitzen. Steh auf und sieh dich um. Scheint alles normal zu sein, oder? Du befindest dich auf einem weiten und offenen Wiese. Genieß den Geruch des Löwenzahns, der zu deinen Füßen wächst. Hör dir das Zwitschern der Vögel an und fühle das weiche Gras unter deinen Füßen. Jetzt schau nach oben. Bewundere den blauen Himmel und die weißen Wattewölkchen. Denn dieser paradiesische Eindruck wird nicht langanhaltend sein. Sieh dich noch einmal um. Keine Wiese, kein Löwenzahn, keine Vögel und kein blauer Himmel. Du bist in einem kalten und feuchten Raum aus Stein. Überall tropft stinkender Schlamm und Wasser herunter. In der Mitte befindet sich ein eigenartiger Tisch mit einem Teller. Du kannst dich ruhig näher heranwagen, der Teller wird dich schon nicht beißen. Nein, eigentlich wirst du dich eher durchbeißen müssen, um genau zu sein. Sieh dir den Teller an. Schau doch all diese schleimigen, sich windenden Würmer. Auch flatternde Motten und fette Maden sind da und alle verschlungen und verwunden in einer seltsamen Art und Weise. Siehst du sie? Sie haben Schmerzen, denn sie sterben einen langsamen und qualvollen Tod. Ich verstehe voll und ganz, dass diese Wesen weit unter dir stehen, aber sicherlich hast du Mitleid mit ihnen, denn es sind ja immerhin lebende und fühlende Kreaturen. Nimm sie und erlöse sie von ihrem Leiden. Und mach schon, bring sie um. Nein, nicht zerquetschen. Das wäre doch eine Verschwendung von Ressourcen, oder etwa nicht? Wie du merkst, entzieht dir dieser Ort wahnsinnig schnell deine Energie und vor dir siehst du all das, was du benötigst, um deine Energie wieder aufzufüllen. Also los. Iss sie. Wieso zögerst du denn? Du schmeckst sie eh nicht und du weißt, dass du es musst. Spürst du nicht die Leere deines Magens? Wie unzufrieden und nervös du bist? Also mach einfach. Mund auf und rein damit. Fühlst du diese schmutzigen, stinkenden Dinger in deinem Mund herumkriechen? Wie ihre weiche Haut an deinem Zahnfleisch schubbelt? Du kannst fühlen, wie sie sich winden, aber letztlich in kleine Stücke zerkaut, deine Speiseröhre hinunter in deinen Magen gleiten. Ja,
Ich glaube, du fühlst dich jetzt besser. Wieder aufgetankt mit Kraft und Energie. Aber was ist denn das? Dein Teller ist ja noch halb voll. Wenn du nicht aufessen willst, okay, aber bedenke, du brauchst all Energie, die du noch hast. Ich könnte dafür sorgen, dass dein Arm noch mehr schmerzt, die Verbrennung deiner Hand schlimmer machen. Oder du sorgst dafür, dass es alles halb so schlimm ist. Also Mund auf und rein mit dem Rest. Fühlt sich doch gleich besser an, oder? Ja, jetzt können wir weitermachen. Sieh nach rechts. Siehst du den Reißverschluss im Boden? Öffne ihn. Ja, öffne den Boden mit dem Reißverschluss. Nun klettere das Loch hinunter, das du gerade geöffnet hast. Ach, du willst nicht? Nun, ich glaube, dein ungezogener kleiner Stalker-Freund, der, so wie ich annehme, sich immer mehr auf uns zubewegt, während wir hier diskutieren, wird sich sicher freuen, dass du ihm so entgegenkommst. Hey, du da! Nein, nicht der, der gerade das Ritual durchzieht, sondern du, der meine Anweisung nicht befolgt hatte. Der Typ macht das doch wirklich gut, findest du nicht? Den halben Weg schon geschafft und anders als du mit der Chance, den Rest seines Lebens in Ruhe und Frieden verbringen zu können. Jetzt, wo man mich dort natürlich nicht hören kann, steckt derjenige fest, wo ich ihn zurückgelassen habe. Egal, ich bin sicher, du hast eine Million Fragen an mich, die dir schon die ganze Zeit durch den Kopf schießen. Erlaube mir, mich kurz vorzustellen. Ich bin der Geist, der dieses Ritual erfunden hat. Mich störte genauso wie euch immer dieser ständige Lärm in dieser Welt. Alle schreien immer rum, sind unhöflich, rücksichtslos und aggressiv zueinander, weshalb ich einfach dem entfliehen wollte. Also habe ich einen sicheren Hafen kreiert, in dem alle Sinne nicht existieren. Wenn ein Mensch es wünscht, in diese Welt einzutauchen, muss er mir erst beweisen, dass er es wirklich verdient hat. Leute wie du zum Beispiel sehen keinen Grund, mir zuzuhören. Deshalb sitzt du jetzt hier, siehst diesem gesegneten Ritual gespannt zu, bevor ich dir jeden deiner Sinne aus dem Körper reißen werde. Ich bin zwar kein Arzt, aber lange Zeit in purer Abgeschiedenheit kann auch schädlich sein. Meine Isolation hat auch so ihre Spuren bei mir hinterlassen, aber das ist wirklich keine große Sache. Um was geht es denn eigentlich? Wer muss schon die ganze Zeit sehen, wie andere leben, atmen und sich gegenseitig fertig machen, wenn man allein sein kann und sich nicht um die Probleme der Welt scheren muss? Sogar Wesen wie ich es bin, würden eine Verwüstung dieser Außenwelt bevorzugen. Aber zu welchem Preis? Für die Möglichkeit, Mitgefühl für andere zu haben? Die Möglichkeit, andere zu betrügen und zu belügen? Ach, diese kleinen Spielereien haben doch noch keinem geschadet, oder doch? Haben sie? Okay, jetzt befreie ich dich wieder aus dem Boden. Das Ding ist an dir vorbei und nun ist es wieder sicher. Betrachte dein Umfeld. Du bist nicht mehr länger in einem dunklen, verwüsteten Raum, aber in einem mit Uhren. Tick-Tack macht die Uhr. Tick-Tack. Wie, was meinst du? Du hörst kein Ticken und Tacken? Diese Uhren sind alle in Ordnung und laufen perfekt. Ich habe sie doch gerade erst heute Morgen überprüft. Unmöglich, dass du sie nicht hören kannst, oder doch? Willkommen zu deiner dritten Aufgabe. Deine Reise ist fast geschafft und ich bin mir sicher, du hast unter all den Uhren schon die erkannt, zu der du musst, oder? Genau, die direkt vor dir ist. Ist sie nicht einfach riesig? Geh rüber und leg deine Hand auf das Holz. Sehr gut. Schließ jetzt deine Augen und spüre die Vibration, wie sie durch deine Adern pulsiert. Du kannst es spüren, stimmt's? Jetzt beweg deine Hand im Uhrzeigersinn einmal komplett herum, bis du wieder am Ausgangspunkt angelangt bist. Das ist deine 12. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wo der Rest der Zahlen ist. Platziere nun deine Hände so auf den Nummern, dass die Reihenfolge deinen Geburtstag ergibt. Aber bedenke, du musst die Hände immer auf dem Holz lassen. Falls deine Hände das Holz verlassen, hat das Konsequenzen, die ich an dieser Stelle nicht erläutern möchte. Aber du verlierst zu viel Zeit. Gut. Und nachdem du das erledigt hast, tritt ein Stück zurück und sieh sie dir an. Du siehst nun eine Treppe, die hinauf zur Uhr führt. Geh sie ganz hinauf. Jetzt bist du oben auf der Uhr. Oh, sehr gut. Jetzt schau herab auf all die kleineren Uhren. Fühle die Vibration des Raumes.
Fühle sie durch deinen Körper fließen. Schließe jetzt deine Augen und wage es ja nicht, sie wieder zu öffnen. Das Biest ist mit dir im Raum. Aber lauf nicht weg. Während ich dir das sage, beginnt dein Herz zu rasen, stimmt's? Du musst versuchen, dich zu beruhigen, denn der nächste Schritt ist etwas verzwickt. Bleib auf die Vibration konzentriert. Fühlst du den Rhythmus? Die Abstände zwischen den Ticken? Versuch jetzt deine Atmung und deinen Herzschlag darauf anzupassen. Wenn du das schaffst, bist du für die Kreatur unsichtbar. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum ich dir das nicht schon vorher sage, als du noch für das Ding sichtbar warst. Atme langsamer und mit dem Rhythmus der Uhr. Dein Stalker ist nicht nur daran interessiert, dich einfach zu töten. Nein, es hat einen Plan. Du merkst, in diesem Raum hat dieses Wesen nur einen Sinn, und zwar den Sinn des Hörens. Es hat ein so genaues Gehör, dass es deine Atmung oder Herzschlag von dem Ticken der Uhren unterscheiden kann. Jedenfalls, der Plan ist, deine Sinne zu stehlen. Jetzt hast du die dritte Aufgabe vollendet. Was ich nun von dir will, ist, dass du von der Uhr, auf der du jetzt stehst, herunterspringst. Ja, es ist sehr hoch über dem Boden, aber ich will immer noch, dass du springst. Würde ich dich jemals belügen? Natürlich nicht. Oder habe ich dich bisher angelogen? Dieser Sprung führt dich direkt in deine vierte Aufgabe. Du bist fast da, nur so als Anmerkung. Ich wette, das Monster wäre mir sehr dankbar, wenn ich ihm sagen würde, wo du bist. Ich hoffe, das ist genug Motivation für dich. Also spring jetzt endlich. Du denkst darüber nach, was passiert, wenn du springst? Wirst du auf den Boden knallen? Natürlich wirst du das, so funktioniert die Schwerkraft eben. Zugegeben, das ist noch ein bisschen zu meinem Amüsement, aber mal ehrlich, was hast du erwartet? Schau dich um. Hat sich deine Umgebung verändert? Ach warte, du kannst ja nichts sehen, oder? Du bist erblindet, stimmt's? Naja, jedenfalls bist du mein Freund in einem System aus Tunneln und Pfaden. Die Wände sind relativ nah, also wirst du die Möglichkeit haben, dort etwas zu ertasten. Fühlst du die weiche, moosige Textur? Nun geh vorwärts und lotse dich selbst mit deinen Armen. Du musst nur den Weg aus dem Labyrinth finden. Geh weiter, bis du einen Hebel an der Wand findest. Gefunden? Umfasse ihn und ziehe nach unten. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade eine Falle ausgelöst. Die Fallen sind ja nicht so nett, also würde ich dir raten, keine weiteren Hebel mehr zu ziehen. Spürst du den nagenden, pochenden und stechenden Schmerz in deinen Beinen? Genau so sind die Fallen hier drin. Du willst bestimmt in nicht noch so eine Falle landen. Denn, wie du eben gemerkt hast, haben sie Messer, die sich hineinbohren, drehen, vor- und zurückziehen und deine Haut und deine Muskeln zerreißen. Versuch jetzt, dich wieder an der Wand hochzuziehen. Oh Mann, ich sag dir, Gott sei Dank kannst du dein Bein nicht sehen, denn deine ganze Haut ist fast komplett abgezogen bis auf die Knochen. Ich bin wirklich überrascht, dass du jetzt wütend auf mich bist, denn eigentlich hättest du mehr Opfergaben erwarten sollen. Ich kann ja nicht alles schenken oder unter dem Wert geben. Oder kann ich das vielleicht doch? Egal, geh weiter, bevor ich ein paar Fallen nach Lust und Laune aktiviere. Du weißt, dass ich dir lieber helfen würde als schaden, also geh weiter. Du hast es ja fast geschafft. Streck deinen Arm aus und greif nach dem Türgriff. Öffne die Tür und geh durch. Du solltest jetzt deine Sehkraft zurückhaben und in einem ähnlichen Raum stehen wie zu Beginn mit dem flackernden Licht und so weiter. Du hast das Ritual bestanden. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Du hast mir bewiesen, dass du deinen persönlichen Hafen der Stille redlich verdient hast. Steh jetzt still, damit ich dir erklären kann, was es mit dem Preis auf sich hat. Du hast mit Erfolg und Bravour alle vier Aufgaben des Rituals gemeistert und bewiesen, dass du würdig bist. Jetzt lass dich nicht von dem Kribbeln auf deiner Haut ablenken. Das sind nur die Brandblasen, die zurückkehren. Allerdings nicht nur an deinen Händen, sondern auch in deinem Gesicht, deinen Beinen, Oberkörper und so weiter. Ich weiß, dass du wahnsinnige Schmerzen hast, aber du wirst umso glücklicher sein, wenn du es überstanden hast. Fühlst du, wie die Hitze deine Nase verbrennt und nichts anderes hinterlässt als matschiges Fleisch und Knorpel? Fühlst du, wie deine Augen zusammenfallen, als die Hitze größer wird? Du kannst sogar die Hitze in deinem Mund fühlen, wie dein Zahnfleisch und deine Zunge brennen.
Ich weiß, dass du mich nicht hören kannst. Der Schmerz ist wohl zu stark und schwer auszuhalten, aber vertrau mir. Ich werde mein Versprechen erfüllen. Momentan ist das Einzige, was an dir unbeschadet ist, deine Ohren. Ironisch, oder? Keine Angst. An dem Ort, wo du sein wirst, gibt es kaum Geräusche. Wie ich an deinem verzweifelten Gurgeln und Glucksen erkennen kann, bist du wohl mit diesem Ausgang nicht sehr zufrieden. Du wolltest es doch so, also frage ich mich, warum du so reagierst. Egal. Ich bin sicher, du wirst diese Ruhe und Abgeschiedenheit genießen. Eventuell. Also, bei mir bewirkt es wahre Wunder. Wie dem auch sei, falls du wieder zurück in deine alte Form möchtest, musst du einfach nur eine Person finden, die dieses Ritual durchführt und du deren Sinne auch stehlen kannst. Keine Angst, du wirst bestimmt fündig. Dein Gehör ist ausgeprägt genug. Oh, bevor ich vergesse, danke für die Rose. Der Duft war zwar nicht besonders stark, aber ich akzeptiere sie mit ganzem Herzen als Geschenk. Eigentlich war keine der Aufgaben wirklich nötig gewesen. Egal, für einen von uns war es die Hölle, für den anderen eine nette Unterhaltung. Oh, und für alle, die das hier hören, danke, dass ihr dieser Reise gefolgt seid. Das war wirklich ein wahrer Erfolg und es freut mich, dass ihr das miterleben konntet und mir Gesellschaft geleistet habt. Wartet aber noch, ich habe euch doch versprochen, euch eure Sinne und Gefühle aus dem Körper zu reißen. Wie auch immer, das passiert jedem, der versucht, das Ritual durchzuführen. Und wie es aussieht, kann unser letzter Teilnehmer des Rituals es kaum erwarten, einen neuen Kandidaten zu finden.